Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem Atal Dazar M Plus Guide für Dragonflight Season 3. Zu Beginn ist es hier so in dem Dungeon, dass man wirklich drei Wege gehen kann: rechts, geradeaus oder links. In den Top 0,1% M Plus Titel Atal Dazar Keys wird es natürlich nicht so sein, da gibt es dann eine Route, die beste. Aber wenn ihr so in 2 bis 20er, wenn nicht sogar 2 bis 25er Keys unterwegs seid, dann ist es hier so, dass man wirklich gefühlt jeden Weg mal gehen wird, weil jeder Tank spielt das hier anders. In den etwas niedrigeren Bereichen. Und hier ist es wichtig, dass man das Bollwerk des Juju, wenn man rechts geht, auf jeden Fall stoppt, unterbricht. Also unterbrechen kann man es nicht, aber stoppt mit AOE-Betäubungseffekte und Co. Wie zum Beispiel Drachenodem von den Feuermagier oder Chaosnova von Dämonenjägern. Dann wurden jetzt hier die Schattenklingenpirscher rechts von den Treppen runtergepult. Die sind unsichtbar. Also der Dämonenjäger-Tank, der weiß schon, was hier abgeht. Und wir hatten da gerade auch so ein Totem der Wiederbelebung. Das müsst ihr auch immer erst töten, damit ihr die Ehrenwache, die reanimierte Ehrenwache, dann dementsprechend auch erst töten könnt. Solange das Totem lebt, bekommt diese Ehrenwache null Schaden, also der hielt sich immer wieder hoch. Sobald das Totem dann stirbt, macht die Ehrenwache aber viel mehr Schaden auch. Man muss da auch Bodenflächen dodgen. Egal, wir gehen jetzt hier links entlang. Ihr seht es da schon, der Tank hier hat eine sehr spezielle Route. Der hat wahrscheinlich auch damals zu BFA-Zeiten Atal Dazar gespielt. Was man hier auch gemacht hat, man ist hier hochgesprungen, um einfach Mechaniken rauszunehmen. Aber hier ist es wichtig, dass man auf jeden Fall das heilende Wort unterbricht oder halt betäubt. Beides geht wieder, man kennt es. Und außerdem noch Bron Samdis Mantel, auch das ist jetzt hier leider durchgegangen. Sollte man logischerweise auch unterbrechen, sehr, sehr wichtig. Denn sonst ist da der Augur, der kann das da Lauffeuer die ganze Zeit durchzaubern, weil er immun ist gegen Unterbrechungseffekte. Was jetzt hier passiert ist, ja, feurige Verzauberung sollte man übrigens auch unterbrechen. Man kann es aber auch einfach durchgehen lassen und ganz, ganz viele Bodenflächen ausweichen. Geht auch, aber wie gesagt, besser unterbrechen die feurige Verzauberung, damit man nicht so viel ausweichen muss. Gnadenloser Ansturm ist der Grund, warum ich da gerade auf diesen erhöhten Teil stande. Wenn halt beide da stehen, also der Heiler und ich da gestanden hätten, dann wäre der gnadenlose Ansturm, glaube ich, gar nicht erst gekommen von den Moloch, der Dazar-Ei oder wie die heißen. Und das geht wohl auch weiterhin, wie es auch in BFA der Fall war. Man kann diese Erhöhungen benutzen, um einfach diese Mechanik von den Moloch gnadenloser Ansturm rauszunehmen, weil dieser Ansturm geht meistens, glaube ich, nur auf Fernkämpfer, also Ranged oder Heiler. Und ja, aber da müssen halt alle mitspielen, wenn es nur einer macht, bringt es nicht viel. Gut, dann hatten wir gerade ja auch einen Zauber von dem fressenden Himmelskreitscher. Auch das bitte unterbrechen, Lauffeuer unterbrechen, heilendes Wort unterbrechen, Rage des Fanatikers oder Rage des Fanatikers auch unterbrechen. Ja, hier Folge Verzauberung, das war Bitter Bron Samdis Mantel, schön gestoppt hier mit dem Dämonenjäger Siegel zum Grippen, Heidens Wort leider hier durchgegangen. Also wir spielen hier nicht ganz optimal und vor allem, da wird es aber gnadenlose Ansturm gezaubert und ich habe es gesehen, das ist gar nicht irgendwie durchgekommen, weil der Heiler war gerade tot, er war nicht in Range. Und ich stand hier oben, also es scheint weiterhin zu gehen, jetzt wieder ist der Heiler da hinten da. Da wird er dementsprechend angestürmt von dem gnadenlosen Ansturmzauber. Das Ding ist halt, es ist sehr, sehr schwierig, da auszuweichen, dem gnadenlosen Ansturm, weil wenn man kein Mage ist, ja, kriegt man das gefühlt einfach ab als Heiler oder Fernkämpfer. Was wir jetzt hier machen, ist zu skippen, zumindest ist das wohl der Plan. Ist ein wenig komisch, diese Route hier. Diese Route hat man, glaube ich, auch eher in BFA-Zeiten gespielt, wo man Nyarlathotha Affix hatte. Da konnte man hier halt in dieser anderen Dimension einfach durchlaufen. Das geht jetzt hier nicht mehr so ganz, deswegen, ja, ist wohl jetzt hier der Plan, der Tank pullt die nach links, wir legen uns ab, habe ich nicht ganz gecheckt. Deswegen war ich auch schon im Kampf mit denen, aber konnte ich retten mit der großen Unsichtbarkeit. Dann hier oben die beide eingekerkert. Kann man natürlich machen mit drei oder zwei Dämonenjägern, aber das ist natürlich nicht der Normalfall und ich würde euch auch nicht diese Route empfehlen. Man kann auf jeden Fall auch andere Routen spielen. Diese Route ist schon wieder sehr speziell und erfordert einiges an, ja, mehr Skill, dass man da vernünftig CC, dass man das skippt und. Wir warten jetzt hier, bis der Dämon ja gerest wird, aber es scheint hier einigermaßen zumindest zu klappen, auch wenn nicht perfekt, aber es geht. Und ja, er wurde jetzt hier wiederbelebt von unserem Heiler und was wir jetzt hier machen, nächster Trick. Ihr seht es jetzt hier gleich, da wird der Kollege hier, der Tank, glaube ich, wieder einen Totenkopf markieren, da ist es schon. Das heißt einfach hier, das ist das Zeichen für uns. Wir sollen hier hingehen. Die Asiaten haben mal wieder 500 EQ und machen hier einen weiteren Trick. Hier ist man auch wieder quasi dann immun gegen gewisse Fähigkeiten. Ich glaube, gegen gnadenloser Ansturm. Hauptsächlich um diese Fähigkeit geht es hier. Da kann man hier einfach stehen als Range-D, stillstehen und einfach Damage ballern. Und der macht jetzt hier einen großen Pull, während wir hier stehen.
Schlaues Spielen nennt man das. Cleveres Ausnutzen von Spielmechaniken. Da vorne jetzt wieder Lauffeuer unterbrechen. Transfusion ist auf jeden Fall wichtig, dass dann die Leute da vorne die Milis in AOEs dann reinjagen. Zum Beispiel Chaos Nova wäre jetzt mal super. Haben sie jetzt auch gemacht, sehr, sehr gut. Und ansonsten können wir wirklich dann gar nichts, wenn man das einfach hier so spielt. Ihr seht, gnadenloser Ansturm. Kommt hier auch gar nicht durch. Haben wir komplett rausgenommen aus dem Spiel. Der Castle ist jetzt da vorne zwar, aber er stürmt nirgendwo hin. Er macht es einfach nicht, weil wir hier quasi LOS standen, Line of Sight. Und das so ein bisschen verbuggt haben. Aber keine Sorge, ist alles erlaubt. Ist alles im Rahmen, das darf man so machen. Gut, geht's jetzt auch schon rein in den ersten Boss. Priesterin Alunza. Und die will man meistens da vorne direkt hängen, wo sie auch steht. Denn da kommt gleich der Geist des Goldes. Der Geist des Goldes, zwei Möglichkeiten. Entweder ihr tötet den ganz schnell. Oder ihr CC't den, dann müsst ihr aber auch den Boss da wegziehen. In niedrigeren Keys tötet man den einfach und dann ist gut. Dann kommt jetzt die Transfusion. Jetzt sollte man in diese Blutlaren gehen. Rechtzeitig, kurz bevor Transfusion kommt, damit man dann den Boss damit quasi tötet und nicht heilt. Ja, der Heiler hier wieder ist ein bisschen lost, hat nicht die Mechanik ganz verstanden, hat jetzt hier so eine heilende Transfusion gehabt, damit heilt er dann den Boss. Ihr müsst also wirklich diese Blutlache einsammeln, um einfach den Boss damit auch dann zu töten, damit er sich nicht an euch hochreckt, sondern er an euch tötet. Damit er den Geist des Goldes, der Geist des Goldes ist halt wichtig, dass er stirbt oder CC't wird, weil sonst klaut er euch eine Pfütze. Und es gibt immer nur 5 Pfützen für 5 Spielercharaktere. Man sollte als Reinsteiger oder Heiler immer so das spielen, dass man immer die Transfusionspfütze nimmt, die am meisten von dem Boss weg ist, damit die Milis und Tanks da vorne einen kürzeren Weg haben zu so einer Pfütze. Diesmal haben wir es richtig gespielt. Und das Ding ist halt, man braucht nicht wirklich so viel Schaden bei dem Boss, weil man den Boss hauptsächlich mit diesem Transfusionszauber tötet. Und wenn man das halt immer richtig spielt, ist es sehr wichtig, dass man es richtig spielt. Und der Geist des Goldes kommt hier nochmal. Da kann man alles machen mit, ne? Man kann den CC'en, haben wir eine Rechtigkeit als Mage, Frostnova, Druckwelle, Drachenodem hilft da. Ring des Frost vielleicht skillen, extra für das Add. Man kann es vielleicht auch voll CC'en, wenn man möchte. Jetzt Transfusion kommt nochmal, da seht ihr es wieder, die Leute sind nicht sofort drin gewesen, aber ist okay. Der Boss ist tot, ja wie gesagt, das Add ist das Hauptproblem bei dem Boss, würde ich behaupten, und diese Transfusion, dass man das clean spielt. Das Add kann man wie gesagt auch blenden, also full CC'en, da muss man aber zusehen, dass man da wirklich wegrennt. Hier haben wir nochmal einen Noob-Filter. Da einfach mal kurz warten und Schritt für Schritt durchgehen, nicht in dem Feuer stehen. Relativ simpel. Dann geht es jetzt hier weiter mit den Auguren wieder. Die machen, wie gesagt, den Zauber Lauffeuer. Gerne unterbrechen ist hilfreich. Man kann es auch wieder hier betäuben. AOE-Stunnen geht auch. Oder kurzzeitig stoppen mit Drachen oder mit Druckwelle als Mage. Hier gibt es auch wieder so einen Spot. Einmal hier hochgegangen. Der Heiler geht hier aber nicht hoch, deswegen funktioniert es nicht wirklich. Ansonsten schreckliches Kreitschen, bitte auch unterbrechen. Sehr, sehr wichtig von diesen Himmelskreitscher, denn wenn das durchgeht, werdet ihr alle in Furcht versetzt, dann ist Desaster und ihr sterbt wahrscheinlich weg. Der Grund, warum ich hier oben stehe, ist wegen diesen toxischen Saurits, diese kleinen. Die springen hier wild rum durch die ganze Gruppe. Wenn man hier oben steht, dann springen die einfach gar nicht, dann hat man das auch wieder gegamed. Aber in niedrigeren Keys, wie gesagt, nicht unbedingt notwendig, ist eher dann in den höheren Bereichen notwendig, weil wenn man das nicht tut, wird man einfach gewonshottet. Ja, jetzt springen wir hier runter, wie gesagt, sehr ungewöhnliche Route für den Dungeon. Gehen jetzt hier in den Resan-Boss rein, wie es ausschaut. Schreckliches Kreischen, wieder unterbrechen, sehr, sehr wichtig. Und hier auch wichtig, in dem Resan-Boss-Raum nicht über diese komischen, ja, Leichenteile da laufen von diesen Raptoren, von diesen Sauriern. Denn wenn er darüber läuft oder wenn der Boss Resan darüber läuft, dann werden die ausgelöst und dann kommen Ads. Und hier komplette Krise. Kreitschen ist ja auch durchgegangen. Weiß nicht genau, was hier getrieben wurde. Es war auf jeden Fall komplett lost. Und so, ja, auf jeden Fall sehr, sehr unsauber alles hier gespielt. Nicht clean. Deswegen, es sieht jetzt hier auch noch Vibe aus, weil einfach hier die Leute auch gefiert sind. Schreckliches Kreitschen. Kommt ja nochmal, ich kick's hier, aber der Tank ist eh jetzt gestorben. Ja, das wird ein Full Vibe hier sein. Ist aber okay. Dann gehen wir einfach gleich nochmal in den Boss rein. Wie gesagt, die Route ist nicht die perfekte. Wir hatten jetzt hier auch 3 reanimierte Raptoren. Der Grund, warum wir da gewiped sind, zu viele Raptoren getriggert und dieses schreckliche Kreischen ist halt durchgegangen, dass die Leute out of game waren und nicht mehr ihre Tasten drücken konnten. Man kann, wie gesagt, zu Beginn des Dungeons hier auch direkt zu Resan reingehen. Ist eine valide Taktik, wenn zum Beispiel tyrannische Wochen aktiv sind. Einfach hier durch die Mitte direkt runterspringen zu Resan. Der kommt dann auch immer entgegen, wenn man gerade frisch den M-Plus-Dungeon startet. Das ist ein ganz gutes Timing.
Also es ist auch durchaus eine legitime Spielweise, direkt immer zu Rhysand zu gehen am Anfang des Dungeons. Aber wie gesagt, es gibt mehrere Routen, wie man das Ganze hier meistern und schaffen kann. Vor allem in den niedrigeren Bereichen kann man gefühlt jede Route spielen. Gut, geht's ran in den ersten, nicht ersten, sondern dritten Boss, laut rechter Anzeige von Blizzard offiziell. Dritter Boss Rhysand ist das. Ja, hier ist Vier, es wichtig, drei, furchterregende Fratze zwei, hinter die Wand zu eins. gehen. Sehr, sehr gut gegangen mit der Zeitverschiebung, damit man dort einfach nicht in Furcht versetzt wird. Das ist sonst auch wieder eine Krise. Jetzt kommt hier die Verfolgung auf unseren Heiler. Der hat anscheinend hier Schattenmimik benutzt von Nachtelfen, die Volksfähigkeit, also Shadow Melt, ist sehr, sehr gut, um die Verfolgung zu stoppen, beziehungsweise einfach die Mechanik rauszunehmen aus dem Spiel. Weil normalerweise müsste man dann immer diesen Rhysand hier das Wasser hoch und runter kiten. Der Grund, warum man den Boss hier tankt, ist, weil in der Mitte überall diese Hügel sind, da würde man unendlich viele Vier, Adds dazu triggern, drei, das will man nicht. zwei, Ja, eins. furchterregende Fratze hier wieder, immer schön hinter die Wand gehen, weil man damit außer Sichtfeld des Bosses geht, also LOSen tut, um dann einfach das zu entfernen. Jetzt hier Verfolgung auf mich. Man kann das hier auch kiten, aber ich mache jetzt hier einfach die große Unsichtbarkeit. Damit kann man dann auch diese Mechanik einfach aus dem Spiel rauslöschen. Aber erst die große Unsichtbarkeit drücken, wenn es wirklich auf euch drauf ist, wenn er euch schon am Verfolgen ist. Nicht irgendwie davor. Und ja, das ist der Boss. Sehr, sehr simpel. Furchterregende Fratze kommt jetzt hier wieder. Schwieriges Wort hier heute für mich anscheinend. Und da will Vier, man natürlich auch noch, so gut es drei, geht, Damage minmaxen. zwei, Erst letzte Sekunde, eins. kurz bevor der Zauber durchgeht hinter die Wand. So wie hier und dann wieder weg. Und dann seht ihr, dass wenn man das richtig spielt, dann wird man nicht in Furcht versetzt. Und das ist gut. Voraussetzung dafür ist natürlich auch, dass der Boss so getankt wird, wie er getankt wird, ne? Dass man da wirklich auch so halt steht, dass er euch nicht sieht, wenn das durchgeht. So, jetzt hier seht ihr mal, wie es normalerweise gespielt wird. Man kitet den dann einfach das Wasser hoch und runter und benutzt dann da vorne die Wand, um zu LSen, oder hier hinten die Wand. Das ist relativ egal. Und ja, ansonsten nicht am Schwanz stehen, seht ihr hier. Hab den Schwanzfeger abbekommen, das macht auch Aua, entweder vorm Boss stehen Vier, oder seitlich vom Boss drei. stehen. Niemals hinterm Boss am Schwanz stehen, das ist auch ganz, ganz schlecht. Rhysand war ein mächtiger Lord. Vielleicht gibt er ein würdiges Opfer für Suel. Gut, dann geht es jetzt hier oben entlang. Hier haben wir nochmal den Himmelskreischer von vorhin, den haben wir nicht gespielt, nicht gefinisht, weil wir da gewiped sind. Schreckliches Kreischen kommt jetzt hier. Alle vier Leute haben gleichzeitig ihre Unterbrechung benutzt, weil die gefühlt sehr, sehr spät gekickt haben. Aber ist okay. Ja, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass ihr diese Himmelskreischer unter Kontrolle habt. Und diesen einen Zauber, die können nichts außer diesen einen Zauber. Dieses Kreischen, bitte, bitte unterbrecht das, dann passiert auch nichts. Muss wirklich jedes Mal unterbrochen werden. Im Idealfall, das sollte oder dürfte niemals durchgehen, weil man mehr als genug dafür hat, um das zu stoppen. Es funktionieren auch Betäubungseffekte. Aber man sollte einfach seinen Unterbrechungszauber benutzen, dann ist gut. Jetzt hier wieder den nächsten Trick. Hier, der Tank markiert, glaube ich, schon wieder so, dass wir hier hinspringen sollen. Das betrifft immer den Heiler und die Ranged in eurer Gruppe, die Fernkämpfer. Ja, der Heiler ein bisschen lost, hat schon mehrere kleinere mechanische Fehler hier gemacht. Da sieht man einfach, dass das nicht ganz so einfach alles ist. Aber ja, einfach hier draufspringen, so wie ich es mache, dann ist gut. Und hier ist man dann wieder safe, sicher vor den toxischen Saurits. Ja, man kann hier übrigens auch einfach so hinlaufen, man muss doch nicht so springen. So, ja, jetzt kommen die toxischen Saurits und ihr seht es jetzt, die springen natürlich rum. Teilweise die Milis da an, aber der Heiler und ich, wir werden nicht angesprungen. Und wenn man das halt richtig tankt, die springen jetzt immer noch nach rechts da teilweise hin. Also ist ein bisschen fishy auf jeden Fall für die Mili-DDs. In Highkeys würden die einfach wegsterben. Aber wenn man das, glaube ich, richtig spielt von Anfang an, LOS ist und so, dann springen die auch nicht. Der Grund ist halt, warum man hier steht, wo ich jetzt gerade stande, ist einfach, dass man damit verhindern will, dass diese toxischen Saurits springen, weil das Unmengen an Schaden macht und das ist irgendwann in Highkeys unheilbar, unspielbar. Dann wird man einfach gewonshottet von diesen Anspringungen. Ihr seht es jetzt, ich bleibe jetzt hier einfach stehen, weil in diesem Key-Bereich ist es nicht unbedingt notwendig, dass man das so macht, weil man das einfach dann gegenheilen kann. Aber ist natürlich wünschenswert, wenn man das immer so spielen würde, dass man da das vernünftig gamet. Das Problem ist nur, wenn die Leute das nicht wissen und dann irgendwie den Sprung verkacken, runterfallen und so, dann ist es halt dann doch schlechter. Hätte man es lieber vor allem in den niedrigen Key-Bereichen lieber normal gespielt, bisschen auf Lost.
Aber dafür kommt man wenigstens durch. Deswegen, da ist einfach dann auch immer so ein bisschen der Klassenunterschied zu sehen, der Skillunterschied von den ganzen Gruppen. Da muss man sich immer anpassen in den niedrigeren Keys. Wahrscheinlich eher nicht so spielen, in den höheren Keys dann doch schon mal spielen. Dass man da diese speziellen Plätze benutzt, um einfach dann die Sprünge der toxischen Saurits zu vermeiden. Gut, schreckliches Kreischen hier, immer schön unterbrechen, sehr, sehr stark. Und jetzt geht es ja auch schon langsam Richtung zweiten Boss laut rechter Anzeige, und zwar Volkal. Hier haben wir jetzt die Hexendoktoren, die hatten wir noch gar nicht. Machen Giftstoß, gerne unterbrechen oder mit AOE-Stunts stoppen, aber AOE-Stunts wollt ihr eher benutzen für Bollwerk des Juju. Da habt ihr gesehen, sehr, sehr schöne Drachen-Odem-Fähigkeit hier benutzt von mir. Am besten immer so spielen, dass man wirklich wartet, bis Bollwerk des Juju von beiden Gegnern gezaubert wird, damit man es gleichzeitig stoppt und nicht immer nur jeweils eins. Ansonsten instabile Verhexung ist es ja leider durchgekommen. Bisschen Krise sollte man auf jeden Fall auch stoppen. Sehr, sehr wichtig wieder. Unterbrechungszauber gerne benutzen. Wieder Drachen-Odem hier für Bollwerk des Juju benutzt. Aber ihr seht, das war jetzt hier gedesynkt. Jetzt kommt das andere Bollwerk des Juju. Das ist ein bisschen schlecht. Man kann die Mobster auch rausziehen. Ja, solange dieses Bollwerk halt aktiv ist, bekommen die alle viel weniger Schaden. Und das ist dann natürlich massiver Zeitverlust und kann auch zu Vibes führen, wenn da viele Hexendoktoren sind und durchcasten und. Ist das schwierig. Ja, ansonsten hier jetzt Einkerkern auf den Hexendoktor. Das ist nice. Das wurde auch ein wenig hier gefixt. Da wurde, glaube ich, einer entfernt und wir spielen diese Gruppe einfach gar nicht. Wir gehen einfach vorbei. Natürlich auch nur möglich mit so einem Einkerkern. Effekt vom Dämonenjäger. Ja, ansonsten jetzt hier beim zweiten Boss Volkal angekommen. Hier gibt es drei Totem der Wiederbelebung. Die müssen alle drei gleichzeitig sterben, also gleichzeitig runterhauen. Auf so circa 10%. Erstmal alle gleichmäßig runterbringen. Und dann irgendwann bursten. Weil solange die Totems am Leben sind, bekommt der Boss null Schaden. Also er bekommt schon Schaden. Aber er ist einfach, ja, er verliert keine Gesundheit, weil er sich die ganze Zeit wieder hochheilt. Durch die Totems. Das andere, was wichtig ist, der toxische Gestank muss von dem Tank auf jeden Fall währenddessen unterbrochen werden. Der springt hier so eklig rum, da muss man auch die ganze Zeit ausweichen. Aber ihr seht jetzt hier alle drei Totems gleichzeitig getötet, perfekt gemacht. Und jetzt beginnt hier die zweite Phase. Jetzt ist es hier so ein bisschen ein DPS und HPS-Rennen gegen die Zeit. Es kommt die ganze Zeit Schaden rein, Gruppenschaden. Und es kommen die ganze Zeit diese grünen Bodenflächen hier. Da müsst ihr natürlich auch ausweichen. Die kommen auch immer an Positionen der Spielcharaktere. Deswegen will man immer so hinter dem Boss hinterherlaufen. Oder mit der Gruppe hinterherlaufen, mit dem Boss hinterherlaufen. Wäre ganz gut. Und ja, ansonsten hier einfach nur Damage, Damage, Damage. Ballern, ballern, ballern. Und die ganze Zeit halt moven, moven, moven. Bewegen, bewegen, bewegen. Ich lasse mich hier teilweise treffen. Man kann auch pre-moven. Vielleicht gibt es auch noch eine richtig geile Weak-Aura irgendwann mal für, dass man das wirklich mal perfekt sieht, wann man jetzt genau move muss. Ist ein bisschen komisch mit den Flächen. Aber ja, einfach move, move, move. Auch wenn ihr mal einen Tick abbekommt von der Fläche, ist jetzt nicht so schlimm. Ihr seht, ich bekomme einige Ticks ab. Aber das macht halt kaum Schaden, vor allem in den niedrigen Keys nicht. Aber in den höheren Keys vielleicht dann schon wichtiger, dass man wirklich sofort moved und nicht einen Tick abbekommt. Das ist so ein bisschen wieder, was man da minmaxen kann. Ansonsten, toxischer Gestank muss auch immer sofort unterbrochen werden. Das ist dann die Aufgabe des Tanks oder der Nahkämpfer eigentlich. Also ein Mage sollte dafür nicht verantwortlich sein, aber natürlich in den niedrigeren Bereichen. Wenn die Leute vielleicht nicht unterbrechen, dann müsst ihr es auch als Mage machen. Aber ja, ansonsten ist der Boss relativ chillig, relativ simpel. Und damit haben wir den geschafft. Gut, ja, hier die Hexendoktoren, die lassen wir aus. Also diese Gruppen generell mit diesem Totem der Wiederbelebung. Diese Gruppen wollt ihr so gut es geht auslassen in dem Dungeon, weil das mit Abstand die schlimmsten, die gefährlichsten sind, weil da einfach sehr, sehr viel schief gehen kann. Wir haben jetzt hier 97% in der Mitte hier. Die Gruppe, die kann man auch einfach auslassen. Die patrouilliert da rum. Das ist auch sehr, sehr gut. Da passiert gar nichts. Man kann die aber auch spielen. Haben wir jetzt hier aber nicht gemacht. Wie gesagt, es gibt hier sehr, sehr viele unterschiedliche Routen in diesem Dungeon. Man kann das hier auf sehr, sehr vielen Arten spielen. Den letzten hier spielen wir nochmal. Also man muss sagen, hier die Route von dem Tank ist schon nicht so verkehrt, weil es perfekt passt mit den Prozenten her. Das würde uns die letzten 3% hier geben. Ich glaube, die geben 2,5% diese Himmelskreitscher oder 3% auch. Und dann ist gut. Ja, ansonsten nochmal Noobfilter. Hier kommen dann Spinnen entgegen. Da einmal bitte ausweichen und nicht sterben, so wie der Heiler hier. Wieder ein bisschen gefailt, aber ist okay. Dann warten wir kurz.
Wird jetzt hier anscheinend gebattle-rest oder er nimmt einfach an. Schauen wir mal, was hier der Play ist. Kann halt keiner resten, ne? Weil wir haben drei Dämoniker. Aber er wurde jetzt hier einfach gebattle-rest. Dann geht's auch schon gleich rein in den letzten Boss. Yasma. So, da ist sie. Yasma ist auch kein ungefährlicher Boss. Vor allem in Haikis dann mit Tyrannisch und so. Dann wird er schon richtig, richtig eklig. Seelenzerfetzer kommt jetzt hier gleich. Da sollte man gemeinsam als Gruppe irgendwo sich positionieren. Weil dann erscheinen Ads. Diese Ads müssen so schnell es geht einfach dann getötet werden. Ja, ihr seht es da. Augenstrahl, Chaos, Nova, alles benutzen, um die schnellstmöglichst dann an Ort und Stelle zu fesseln und dann zu töten. Zermürbender Schmerz ist wichtig, dass das jedes Mal unterbrochen wird. Das darf niemals durchgehen. Und dann geht es halt hier um diese Spinnen. Diese Spinnen, ja, man sollte immer so moven, dass man möglichst dann die nächsten Spinnen auch bei den bereits liegenden Spinnen spawnt. Deswegen halte ich mich hier so bei denen aus, weil es gibt immer mal wieder in Intervallen, spawnt man so lila Flächen unter sich und da kommen dann weitere Spinnen raus. Und man will halt hier den Boss hier so im Kreis tanken. Und der jetzt aber wieder den Seelenzerfetzer, also was man früher mal so gemacht hat, immer hinter dem Boss stehen, um die Spinnen zu baiten und vor dem Boss gehen, gemeinsam als Gruppe, um dann die Seelenzerfetzer-Ads gemeinsam abzulegen und dann schnellstmöglich zu töten. Ist einigermaßen okay, wie wir das hier spielen, ist schon einigermaßen clean. Geht sicherlich auch schlechter, aber ja, so ist im Prinzip der Boss gedacht. Hinter dem Boss gehen, um die Spinnen immer zu baiten und vor dem Boss dann mit den Seelenzerfetzer gemeinsam als Gruppe ablegen. Und währenddessen immer zermürbender Schmerz. Unterbrechen, natürlich auch immer schön ausweichen, ja, die Spinnen. Wenn die groß werden, dann verfolgen die Spinnen euch explizit. Wenn die klein sind, dann verfolgen die euch nicht wirklich, aber die können trotzdem mal in euch reinlaufen, aus Versehen. Ja, dann wieder hier alle Ads finishen, perfekt gemacht. Und dann werden die Spinnen wieder groß. Wir verfolgen jetzt wieder wirklich Spielercharaktere. Da muss man dann immer wirklich rennen. Wenn ihr seht, die Spinnen sind groß, dann müsst ihr rennen. Wenn ihr seht, die Spinnen sind klein, dann könnt ihr ein bisschen chillen. Jetzt hier wieder Echos von Chatra wieder vernünftig ablegen. Die Spinnen einigermaßen okay gewesen. War jetzt nicht optimal, aber ist okay. Und ja, wenn dann solche großen lila Flächen da irgendwo liegen, dann heißt es einfach für euch, dass da irgendein Spieler reingelaufen ist. Ja, wenn ihr natürlich in so eine Spinne reinlauft oder euch treffen lasst von der Spinne, dann tut das brutal weh. Ist im Prinzip wie eine Bodenfläche. Ihr müsst da die ganze Zeit den Spinnen ausweichen. Nochmal hier sehen, Zerfetzer gut gemacht. Vom Boss abgelegt und weggeballert. Das Wichtige ist halt wirklich, dass die Ads sterben, schnellstmöglichst. Wenn ihr das nicht schafft, dann laufen die Ads Richtung Boss. Und für jedes Ad, was den Boss erreicht, gibt es massiven Gruppenschaden und sogar ein Dot, der sich immer weiter einfach hoch stackt. Und ja, wenn halt vier reingehen, seid ihr einfach tot in Haikis. Und deswegen, ja, das ist der Boss. Also sehr, sehr anspruchsvoll. Der letzte Boss ist nicht einfach. Generell, ja, die Bosse sind ja schon auf jeden Fall wichtig, dass man da die Mechaniken richtig spielt. Sonst kann hier vieles, vieles schief gehen. Wie dem auch sei, wir haben es ja geschafft. Atal Dazar auf M plus Stufe 20 in Time. Wunderbar, das war mein Guide für Dragonflight Season 3, Atal Dazar M plus. Wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne auch ein Like da lassen. Und sorry übrigens fürs Damage, das war irgendwie hier verbuggt in diesem Run. Aber ich kann euch versichern, die Dämonenjäger haben mehr Schaden gemacht als ich. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.